Mit milderer Luft vom Atlantik wird der Winter jetzt so langsam wieder aus Deutschland verdrängt. Aber dafür haben wir es mit einigen Regenwolken zu tun. Eine Front jagt somit die nächste. Es bleibt unter Tiefdruckeinfluss, also auch in dieser Woche sehr wechselhaft. Wir haben immer wieder die Tiefdruckausläufer von Westen und insgesamt haben wir eben eine eher milde Westströmung. Hier sehen wir, die eine Front geht. Von Westen kommt am Dienstag dann schon wieder die nächste. Also insgesamt windig, wechselhaftes Nordsee-Feeling und das in vielen Regionen von Deutschland. Aber die Nacht zu Dienstag wird jetzt erst einmal noch glatt, denn wenn von Westen der Regen kommt, der auf den gefrorenen Boden trifft, dann kann es eben richtig rutschig werden, denn im Nordosten, wir sehen es an den Tiefstwerten, ist es noch mal eisig mit bis zu minus 6 Grad. Im Südwesten bleibt es weiterhin mild. Ja, und an den Alpen gibt es jede Menge Neuschnee. Jetzt mit dem Regen und Schnee, der uns erwartet, wir sehen es hier, da kommt einiges zusammen. Da schneit es dann Dienstag tagsüber auch noch längere Zeit, aber das betrifft wirklich nur die Lagen oberhalb von 1000 Metern. Hier also winterlich, ansonsten nicht mehr wirklich. Regen und Schnee ziehen am Dienstagvormittag dann schon wieder ab. Die Glättelage entspannt sich. Im Osten bleibt es lange grau, im Westen bei Schauern dann zunehmend windig. Wir kommen auch so langsam aus den winterlichen Temperaturen hier im Osten, aber auch hier gibt es nur leichte Plusgrade mit 1 bis 4 Grad. Im Südwesten wieder am wärmsten mit bis zu 11 Grad. Am Mittwoch dann die nächste Regenfront, die sich von Westen breit macht. Im Osten nach ein paar letzten Regentropfen am Morgen dann schnell wieder freundlicher. An den Temperaturen ändert sich im Südwesten kaum etwas, aber auch hier im Nordosten steigen die Temperaturen so langsam weiter an. Und am Donnerstag geht es weiter mit dem windig wechselhaften Wetter, aber schon bis zu 12 Grad.